Hitradio FFH präsentiert die wilde Welt der Alltagstiere. Kuckuck. Hi. Hier sind wieder Königspython 73 und Exe, eure Tierfluencer. Hey, yo, Leute. Was geht? Heute beobachten wir für euch mal einen ziemlich bunten Vogel. Ja, Mann, wir sprechen über den Popstar. Vor allem seine Gesänge machen ihn so beliebt. Die Menschen strömen sogar zu Tausenden zum Popstar hin, wenn er mal wieder irgendwo zu hören ist. Im Gegensatz zu den meisten anderen Vögeln singt er übrigens nicht morgens, sondern eher abends. Dabei wird dieser Star dann so umschwärmt, dass er meistens direkt auch wieder die Flatter macht. Diese Gattung ist leider so selten, dass sie sogar besonders geschützt werden muss. Hey, jetzt aber mal Real Talk. Irgendwann ist aber auch mal die Zeit für den Popstar gekommen, denn fliegt er aus den Charts. Kaum noch einer will ihm mehr zuhören. Manche dieser gefiederten Freunde hören dann auf zu singen und zwitschern sich nur noch einen. Man verwechselt ihn deshalb leider schnell auch mit einem anderen Vogel. Und zwar dem Schluckspecht. Das war's dann auch schon wieder, Leute. Lasst uns gern noch ein paar Likes da und abonniert unseren Kanal auf YouTube. See you und denkt dran, reinschauen rentiert sich. Hitradio FFH. Tierisch gut.